Hallo, Herr Wachtmeister. Zeit für eine Pause. Gute Nacht. Komm mit. Hey, also. So. Schön hier rein. So ist brav. Gleich mal noch beklauen. Kohle, alles mitnehmen. So, Pistole nehmen wir auch noch mit. Können wir nachher verkaufen. Gut. Noch eine Pistole. Ah. Inventar ist zu klein. Oh, aber das nehmen wir mit. Entriegelungssystem ist immer gut. Ach, Kacke. Dann müssen wir wohl wieder hacken. Ja, okay, Sicherheitsstufe 1 sollte ich schaffen. Null Prozent. Ja, genau, 0%, gell? Oh, wow, wow! Zugriff gewährt. Das war aber knapp. Na gut, jetzt habe ich halt nicht die anderen Sachen, aber was soll's. Habe ich irgendwas gekriegt davon? Irgendwelche Pins, Codes? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Da liegt ein Helm. Schauen wir mal. Okay. Die Kamera könnte man noch irgendwie ausschalten, aber gut. Was haben wir hier? Da steht da und unterhält sich. Brauche ich eigentlich nicht reingehen. Würde nur Aufsehen erregen. Ach egal, ich laufe hier nicht rum. Ich habe das schon gesehen, keine Sorge. Ich gehe mal lieber hier entlang. Schon wieder Erfahrung. Reisender. Und schon wieder ein Computer. Wir sind im Büro. Okay. Wir müssen mal wieder hacken, wie immer. Los geht's. Oh, das ist mal ein Netz. Leck mich am Arsch. Das wird nicht einfach. Boah, wie es gleich anfängt. Boah, Junge. Oha. Boah, es erwischt mich. Es erwischt mich. Nein. Oh. War das knapp. Ha. Gut. Gib mir die Informationen, die ich brauche. Das sind sie. Sehr gut. Okay. Das sind die Beweise. Okay, was ist hier? Ah, die ganzen Leichen. Vom Vorfall. Gut, gehen wir weiter. Reisende sollte man sie nicht aufhalten. Ist der alleine? Ah, der ist schon alleine. Kuckuck. Zeit zum Schlafen gehen. Gut. Auch der schläft. Der Computer ist mal offen. Finde ich richtig nice. Aber nichts Interessantes. Ah, Credits. Noch eine Knarre. Nein, nehmen wir nicht mit. Was haben wir hier? Gesuchte, vermisste Person. Nicht schlecht. Gut, schleichen wir uns weiter durch. Okay, an der Kamera bin ich vorbei. Das ist schon mal richtig gut. Der Kollege muss auch mal schlafen gehen. Sehr schön. Komm mit. Du kommst hier in den Schacht rein. Hey, geht das nicht? Natürlich kann ich dich hier reinziehen. Sehr gut.
Okay. Kohle, nee. Armer Polizist hat keine. Hat keine Geld. Mensch. Hä? Oh nein. Die Kamera hat mich gesehen. War aber nur ganz kurz. Gut. Ich muss nach unten. Leichenhalle ist immer unten. Ich glaube, hier bin ich fertig. Hundertprozentig sicher bin ich natürlich nicht. Boah, da sind aber viele. Da gehe ich nicht rein. Da ist eine Besprechung. Da sollte ich nicht reinplatzen. Okay. Aha. Wie viele sind hier? Ich kann es nicht ganz genau sehen. Boah, das sind zwei. Die pro-humane Organisation hatte Anfang der Woche genehmigt. Es muss noch irgendwo einen Weg geben. Ich bin mir 100% sicher. Es kann nicht sein, dass ich mich hier jetzt durchschleichen muss. Es muss irgendwo einen Weg geben. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Die Spekulationen der Medien über die Geiselnahme. Ich könnte es schaffen. Okay, und los. Alles klar. Das hat schon mal super funktioniert. Da ist einer. Der geht jetzt schlummern. Gute Nacht. Verdammt, jetzt liegt er natürlich voll im Weg. Aber niemand hat was gemerkt. Okay, los. Komm gleich mit. Schnell. Toilette. Alles klar. Hoffentlich ist da niemand drin. Nein. Wo kommst du her, Mann? Echt? Ah. Zumachen. Hast du Geld dabei? Ja, perfekt. Ab geht's wieder in den Lüftungsschacht. Nein, ich gehe doch nicht in den Lüftungsschacht. Ich laufe doch da nicht durch. Gut, gut, gut. Aha. Da ist der Penner. Wir könnten uns jetzt reinschleichen und ihn schön schlafen legen, aber nein, wir müssen nicht hier. Wir müssen hier rein. Da ist der Pfeil, da ist das X. Okay. Sicherheitsstufe 2, da komme ich nicht rein, aber ich habe ja mein Werkzeug. Sehr schön. Geschafft. Ich bin drin. So. Und nun? Hätte ich auch irgendwie mit dem Lüftungsschacht hier reinkommen können? Hä? Munition. Ich muss leise sein. Unten. Wow! Maschinenpistole hinterm Schrank verstecken. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sicherheitsstufe 2. Schon wieder. Mir bleibt aber nichts anderes übrig. Los. Das ist aber das Letzte, was ich verwende. Ich habe nur noch eins. Los geht's. Ah, yeah. Zugangstür. Okay, wir haben ein paar Codes. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch weiter runter. Oh Mann. Ich wüsste aber nicht wie. Wie kommen wir noch weiter runter? Hat da jemand was gesehen? Nein. Ah, Mist. Der Lüftungsschacht lässt mich nicht durch. Also gut, dann muss ich doch dort entlang. Türe zu. Was sieht denn noch jemand?
vor, wie viele. Aber so sehen sie mich nicht. Hier ist auch keine Kamera und da geht's auch runter. In die Leichenhalle. 100 Pro. Mist. Warum müssen sich da jetzt zwei Stück unterhalten? Gibt's noch einen anderen Weg? Muss echt gucken. Was? Wie? Wer hat mich gesehen? Alarmiert. Aber wegen was? Verdammt. Okay, sie sind abgelenkt. Los. Ja. Geschafft. Haha. Aber irgendwie, irgendwelche sind alarmiert. Muss aufpassen. Verdammte Kamera. Jetzt wird's schwierig. Ich könnte den jetzt natürlich abschießen, aber die Kamera würde sofort Alarm schlagen, wenn sie ihn sehen würde. Kuckuck. Hey! Psst. Warum kann ich dich nicht rufen? Ich springe. Hast du es nicht gehört? Nein. Komm schon. Hallo. Na gut. Hast noch mal Glück gehabt, mein Freund. Laserschranken auch noch. Na egal. Wir nehmen diesen Weg hier wieder. Kommen wir auch rein. Hoffe ich zumindest. Campbell obduziert gerade diesen John Doe, der vorhin eingeliefert wurde. Die Leichenhalle ist bis auf weiteres dicht. Schon wieder? Der Typ war ein Verbrecher. Sheriff's Meatbull hat ihn umgelegt. Und? Der Mord ist nicht das Problem. Aber es heißt, unser JD ist ein Opti. Nein. Laut der Ersthelfer schon. Scheiße. Was wetten wir, dass die Geschichte vertuscht wird? Gut. Nur noch einer da. Ah, super. Ach so, der sitzt am anderen Computer jetzt. Der guckt den aber nicht an, oder? Den an? Egal. Riskieren wir's. Sehr schön. Jetzt. Schlaf gut. Gut. An den Computer. Ah, danke für das Passwort. Sehr schön. Hast du noch etwas dabei? Nein. Hast du noch was dabei? Nein. Ah, die Gefangenen. Ich muss aber in die Leichenhalle. Na, alles klar? Bitte, nein. Bleibt locker. Nüchtert euch aus. Gehen Sie weg! Ihr Junkies. Zu schwer. Verdammt. Kommt schon wieder der nächste. Oh oh. Warum ist die Tür offen? Komm, geh nachschauen. Du willst es doch auch. Nicht? Aber dann jetzt. Hier.
Schlaf gut. So. Ja, mit. Puh. Ich dachte schon, die Kamera konnte hier durchgucken. Aber nein. Alles gut verlaufen. Ah, Sicherheitssystem 1. Okay, da habe ich noch nicht, aber egal, hacken wir. Mhm. Sieht relativ einfach aus. Und geschafft. Zugriff gewährt. Jawohl, sogar noch extra EP gekriegt. Aber ich könnte eigentlich, ja, das ist eigentlich nicht so toll, wenn du hier so rumblickst. Türe auf. Zack, um die Ecke ist besser, so passt. Hier ist auch noch eine Tür. Okay. Da gehen wir schon mal nicht hin. Gut. Was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwas in den Spinden vielleicht für mich? Ah, was ist das? Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Ah, ich muss mal jetzt mal gucken. Ich habe bei dem vorher auch ein Upgrade gekauft. Wie nutzt man das denn überhaupt? Laser-Zielsystem. Das ist nicht schlecht. Kombinieren mit Pistole. Boah, warum nicht? Und was haben wir hier? Präzision. Ja, nein, nein. Nein, nein, das ist in Ordnung. Betäubungspfeile, ja. Das beste Tool, was es gibt. Standardgewehrmunition. Ah, Schadensupgrade. Das geht auch nur mit Pistole. Ja, machen wir halt auch auf die Pistole. Sieht nicht schlecht aus. Dann brauche ich vielleicht das hier nicht mehr. Aber jetzt mal schauen, das Präzisionsgewehr. Ich finde es schade, dass es nicht irgendwo so eine Kiste gibt, wo man so alles lagern kann. Und dann bei Bedarf dann wieder das Zeug rausholen kann. Aber egal. Schauen wir mal. Ah, wir haben ein paar Augmentierungen. Das finde ich gut. Okay. 2 Stück verfügbar. Unser Inventar vergrößern. Das wäre nicht schlecht. Nein. Was ist das? Inventar. Schwere Objekte heben. Wanddurchschlag. Wanddurchschlag? Wie geil ist das denn? Verwendung von größeren Inventar. Eine Argumentierung. Ja. So. Und das sind auch eine Argumentierung. Noch größere. Nicht viel mitschleppen und viel verkaufen. Ja, nee, das reicht erstmal. Und dann nehmen wir jetzt noch durch Wände schauen. Ich fand das so cool. Wo ist das? Netzhaut, Hand, Timer, brauchen wir auch nicht. Nein, wo war denn das hier? Durch Wände sehen, genau. Oh, das kostet 2 Argumentierungen. Verdammt. Unsichtbar kostet auch 2 Argumentierungen. Also gut, dann. Durch die Wand schlagen? Das hört sich natürlich cool an. Oder wir können schwere Sachen hochheben. Nein, dann vergrößern wir nochmal unsere Tragekapazität. Gut. So, können wir alles mitnehmen. Ladegeschwindigkeit Upgrade. Nicht schlecht. Ah, da ist auch noch was. Eine Pistole. Können wir nachher verkaufen. Was ist hier drin? Noch eine Pistole. Ey, bald kann ich handeln. Pistolen zu verkaufen! Pistolen zu verkaufen! Munition. Nicht schlecht. Kann ich mich umziehen? Nein. Geht natürlich nicht. Gut. Dann gehen wir mal rein. Da ist ja noch einer. Vielleicht sollte ich ihm schlafen schicken. Schlaf gut. Aha, da ist er. Ah, der Chip. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen.
Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Alles klar, ich soll es ins Apartment bringen. Das Problem ist nur, ich habe gedacht, ich finde hier noch etwas Nützlicheres. Ist das? Ah. Kann ich auch jetzt einfach dich nehmen hier? So. Komm mit. Ich brauche deine Hand. Geht das nicht? Hey, komm! Warum geht das nicht? Schade. Warum kann ich nicht einfach seine Hand benutzen hier? Ja, genau. Einfach ranheben. Das würde doch gehen. Ah, Credit Chip. Danke. Was haben wir hier? E-Book. Wow. Gut, wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Wir haben keinen Code, wir haben nichts. Also dann lassen wir das. Uns in den Computer zu hacken. Das andere Tool brauche ich bestimmt mal für was Besseres. Ist hier noch irgendwas? Ja, der ist tot. Das wissen wir ja. Sich den Kopf weggeblasen. Okay. Jetzt ist nun wieder das Problem, wie komme ich jetzt so schnell wie möglich hier raus? Also ich denke mal so. Ja. Sieht aber nicht einfach aus. Kamera, alles hier. Hihihi. Kann ich die nicht irgendwie hacken oder so? Was ist das? Ah, die Konsole. Ah, das Ding, das geht an und aus. Ist ein bisschen defekt. Ah, ich warte noch ganz kurz, dass die Kamera rumgeschwungen hat. Und los. Schon habe ich es geschafft. Hier geht's raus. Bus! Verdammt! Ich muss aber raus. Ach, das letzte Tool. Ich hoffe, hier geht's raus. Naja, steht ja Exit dran.